Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFWP hier, euer Ding am Start. Wir sind in einem wilden Gefecht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und wir knallen die alle weg. Da verhindern wir die Seuche. Das sind der Held. Das ist einfach richtig cool. Ja. Leider hatte ich jetzt nicht das eine. Keine Muni mehr und mein Team ist zu unfähig, um die zu töten. Wo ist der andere überhaupt? Easy. Dauerfeuer, FTW, ne? So, könnt ihr jetzt bitte hierher kommen? Kinderspiel! Kinderspiel. Wenn einer von euch irgendwo. Wo ist der andere Spaß? Fuck him! Fuck him! Wir brauchen ihn nicht. Auf einmal ist er da. Oh, nicht der scheiß Kuchaner, ey. Los geht's! Good job, bitches. Kontrolle. Ich denke, wir sind gleich da. Will aber nicht. Wir müssen das Heilmittel injizieren und dann die Ventilatoren wieder zum Laufen bringen. Ach ja, was du nicht sagst. Okay. Dann bringen wir mal den Block nicht. Du Kant. Oh, eine Tür. Sie nicht herkommen! Wir Maschinen abgeschaltet! Ventilatoren kaputt! Alle ersticken und tot! Dann machen Kollektoren uns stark! Jetzt reicht's mir. Kollektoren wollen Seuche! Sie arbeiten für Doktor! Maschinen anschalten, Heilmittel in Luft bringen, wir sie vorher töten! Ja. Auch Fresse halten. Oh, fuck. Den Matrix-Move gesehen. Ja, kalt wie Eis, würde ich sagen. Ja, just doch mal deine Ability, Alter, bist du doof? Oder ist er explodiert? Und der ist schon wieder gestorben, na, das ist ja schon wieder ganz heiß. Steh auf. Befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Okay. Ja, das ist aber nicht so einfach, wenn hier schon Muni liegt. Kriegen wir bestimmt gleich Besuch. So viel zum Heilmittel. Und jetzt schalten wir die Ventilatoren an. Zerreißen. Oh, bin ich angefrackt oder was? Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Fresse da hinten, Mann. Jetzt kommt's! Puh, das Sniper-Gewehr ist richtig geil im Mass Effect 2, das ist jetzt mal sinnvoll. Richtig fucking sinnvoll. Richtig fucking sinnvoll. So, was müssen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, was wir machen müssen.
müssen die Ventilatoren wieder anmachen. Okay. Yay. Ah, wisst ihr was? Drei Stück. So muss das sein. Ist dein Spaß wieder gestorben oder was? Get wrecked, bitch. Get wrecked. Okay, wir sind jetzt richtig Tom Clancy's hier. Der hat schon wieder einen halben Orgasmus. Der ist gestorben, nicht wahr? Dachte ich. Wir wurden entdeckt. Ach! Was du nicht sagst, du alter Blitzmerker! Ach, die gehört zu mir. Was? Gleich. Wir warten, bis das Schild regeneriert. Alles in Ruhe. Dann lassen wir den weg. Auf Close Combat. Lassen wir den weg. Da hinten noch einer. Ich weiß es nicht. Nein. Okay. Mimimi. Oh, shit. Einmal bitte Schild zerreißen. Die halten so viel aus, das ist unglaublich. Die sind richtig super tanky. Oh, fuck, 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 fuck. Verwandte Geschütze. Oh, Sniperino. Steady. Jetzt machen wir euch fertig. Number one now. Wo ist der andere? Number two now. Boah, der Flammenwerfer weg. Verliere Blut! Ach, was du nicht sagst, du. Bist du beide tot. Okay. Kommt wieder zum Leben. Zwei Dinger musste ich dafür wasten. Boah, alle wegsnipern hier erstmal. Die regen einen ja richtig krass auf. Waffe wechseln. Get all the damage. Du kannst du nicht üben, ich verstehe. Habe Schilde verloren. Ach, was du nicht sagen. Wir können explodieren. Wieso heilt der so krass? Nein, Charge. Vorsicht! Nein, Charge dich auf mich. Fuck my life. Ist ja richtig viel Arbeit, diese Ventilatoren wieder anzumachen. Ich meine nur so schöne Seuchengeräusche, das ist immer nice. Das war's. Schon bald wird jeder im Bezirk das Heilmittel einatmen. Sehr gut. Hey, you fucking did it.
Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Watcher ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Professor, wie können Sie diesen Monstern danken? Hallo. Sie haben die Batarianer kaltblütig ausgeschaltet. Ich habe mein Leben riskiert, um Sie zu retten. Sie und diesen ganzen verdammten Bezirk. Und jetzt verurteilen Sie mich? Shepard hat recht. Batarianer haben Sie gefoltert, hätten Sie umgebracht. Es war rechtens, Sie zu töten. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Genau. Guter Junge. Etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen. Jetzt, wo die Watcher weg sind. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja. Es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandy. Nice one. Jetzt haben wir endlich einen Professor, den wir chillen können. Der uns Sachen baut. Umsonst. Umsonst ist immer wichtig. Nehmen wir sicher Geld dafür, obwohl der zu unserer Crew gehört, der Bastard. Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Sehr unerwartet. Aufregend. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen, weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Die Kollektoren haben Kolonisten aus den Außenbereichen der Terminus-Systeme entführt. Es gab keine Notsignale und keine Anzeichen eines Angriffs. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein. Verbreitet sich zu langsam. Virus mit Übertragung durch Luft? Nein. Noch langsamer als Gas. Verseuchte Wasserversorgung? Nein. Effekt nicht überall simultan. Interessant. Faszinierend. Keine Notsignale. Keine Anzeichen von Widerstand. Neue Technologie. Wunderbar hochentwickelt. Aber was? Deshalb sind Sie hier, Professor. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Deine Mutti. Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. So anstrengend. Ist es eine VI? Sie sind nicht hier, um unsere VI zu studieren. Sie müssen herausfinden, wie die Kollektoren die Kolonisten entführt haben, damit wir gegen ihre Waffen vorgehen können. Der Typ ist richtig anstrengend. Verstanden. Proben analysieren. Angriff der Kollektoren neutralisieren. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Der ist krass. Der ist schlimmer als eine AI, Alter. Maschinenpistole, Forschung freigeschaltet. Wo kann ich das jetzt alles lernen? Ich muss das jetzt irgendwo machen, oder nicht? Öffne den scheiß Techlabor. Hier jetzt ist das, oder? Forschungsterminal. Waffenupgrades, Panzerupgrades, Prototypen. Was sind denn Waffenupgrades? Maschinenpistole, Sturmgewehr. Ah, das kostet alles Geld, ne? Ich weiß gar nicht, was wir haben. Haben wir das oder haben wir das? Ah, dafür braucht man, den Stuff. Ich will auch noch mehr erforschen, Bitch. Wir erforschen das einfach, weil wir es können. Kommen noch mehr Waffen-Upgrades. Nee,
Für Iridium 15.000, what the fuck? Okay. Panzer Upgrades. Wie kostet das? Element Zero. Einfach rein. Putz. Mehr Zeug. Was gibt's für Prototypen? Schweres Hauptgewebe. Plus Gesundheit. Alter, her damit. Egal wie teuer. Das ist immer wichtig, sowas, Leute. Raketenwerfer. Palladium. Schweres Muskelgewebe. Munition für schwere Waffen. Das heißt, wir können mehr von dem Shit tragen. Okay, ja, cool, machen wir auch. Und dafür brauchen wir also die ganze Scheiße. Medical Capacity. Oh, das ist wichtig. Das ist fucking important. Wir lernen einfach alles. Wir sind hier richtig auf dem Lerntrip. Nix. Nix. Nix, okay. Cool. Alles gelernt. Chillig. Das ist best for business in meinen Augen. Bitte laber nicht mit mir. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Es geht ab privates Terminal. Abgeben. Ah, ja, ja. Gute Arbeit. Danke, danke, danke. Alles war gut. Ja, haben wir noch Zeit, dann werden wir noch Zeit. Das kriegen wir erstmal alles. Es kommt erstmal, was wir erst gelernt haben. Okay, gut. Na gut. Verschollener Agent. Es ist jetzt eigentlich ziemlich Latte, was wir machen, weil dieses verschollene Agent, das kann ich ja sowieso irgendwie nicht nirgends machen, glaube ich, oder? Dann werden wir jetzt erstmal Treibstoff. Das ist voll. Das. Bei N7 verschollener Agent. Die Quest sehe ich hier nirgends, glaube ich. Kogana rekrutieren, Meisterdieben rekrutieren, Gefangenen rekrutieren. Alles Rekrutenmission. Und als nächstes rekrutieren wir den Kogana. Weil das war mein Lieblingscompanion. Aus dem ganzen Spiel, der war asozial, der hat Leute umgelegt, so wie man das macht, schön männlich, keine Pussy-Scheiße da, einfach rasiert hat er die Leute, ohne Rücksicht auf Verluste. Dann hat er einmal kurz aufgemuckt, ich habe ihm gesagt, er soll lieber seine Schnauze halten, weil ich bin das Alpha-Männchen, und dann hat er sich wieder beruhigt, und dann war alles gut, der Pisser. Ich brauch den in meinem Team. Oh. Weiß nicht, was der kann. Ach, wir fügen mal den hinzu. Und den. Shepard, Punkte. Punkte, Punkte. Kyro-Munition. Machen wir random. Oder machen wir eher mal random. Oh, alles gelernt. Voll gut. Der hat 1000 Punkte, ne? Das kann der Flammexplosion, die Panzerung. Okay, der kann Leute verbrennen. Kyrostrahl, der friert Leute ein. Das ist Stunt auch. Cool. Auf jeden Fall nice. Und Jacob hat 2 Punkte. Jacob, lern einfach mal deinen Shit. Der Jakob. Müssen wir hier so eine Waffe geben, eine coole Schrotflinte. Ja, komm, nimm mal die hier, die sieht besser aus. Eine Handkanone. Ja, die M6 ist schon nice. Das ist die von den Pissern. Was hat der? Okay. Nimm auch mal lieber die. Die macht mehr Damage. Glaube ich zumindest. Hier, die arbeiten mit Pistolen, das ist richtig AIDS. Ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar.
Befehle über Lautsprecher aus der Konserve. Wer macht denn sowas? Konzentriert bleiben, wir suchen einen Kroganer-Wort. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge den Kroganer suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.